Abend. Der Plan schien absolut wasserdicht und ging dann wortwörtlich unter. Ein Ehepaar täuschte 2019 den Tod des Mannes durch ein Bootsunglück in der Kieler Bucht vor. Sie wollten die Versicherung betrügen, aber die Ermittler wurden ziemlich schnell misstrauisch. Heute hat sich das Landgericht Kiel zum zweiten Mal mit diesem ungewöhnlichen Fall beschäftigt und ein Urteil gesprochen. Am 9. Juni sind Europawahlen. Da dürfen wir dann die Abgeordneten des Europäischen Parlaments wählen. Das klingt weit weg, aber was die dann in Brüssel beschließen, das betrifft wirklich alle unsere Lebensbereiche. Zum ersten Mal dürfen jetzt Menschen ab 16 wählen. Es gibt also viele Erstwähler. Und um ein bisschen besser zu begreifen, wie genau dieses EU-Parlament so arbeitet, haben sich Lübecker Schüler etwas Besonderes überlegt. Sie ist 15 bis 20 cm groß und wiegt so um die 70 Gramm. Die Bauchspeicheldrüse ist eine der größten Drüsen in unserem Körper und sie ist ganz schön wichtig. Sie produziert nicht nur Verdauungssäfte, sondern auch wichtige Hormone. Das Organ kann aber auch viel Leid verursachen. Jedes Jahr sterben etwa 800 Menschen hier im Land an Bauchspeicheldrüsenkrebs. An der Uni Kiel wollen sie die Krankheit stoppen. Und er entwickelt diese neuen Medikamente, Professor Elmar Wolf. Folgische bei Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ja, es wird oft erst sehr spät entdeckt. Könnte Ihre Methode auch helfen, Krebs im weit fortgeschrittenen, nicht nur in der Medizin geht es in großen Schritten voran hier im Land, auch in Sachen Energiewende. Es gibt ja immer mehr grünen Strom, der dann auch irgendwie zu seinen Abnehmern transportiert werden muss. Eine neue Stromtrasse soll ihn Richtung Osten bringen. Der Nordostlink wird im Moment geplant, inklusive einiger Umspannungswerke, was in einem kleinen Dorf im Kreis Steinburg zu Verspannungen führt. Es fällt morgens ja oft richtig schwer, unter der kuscheligen Bettdecke rauszukommen. Meine kleine Tochter hat sich da heute Morgen richtig dran festgeklammert. Und so ging es der Welt da draußen heute Morgen auch. Es hat eine ganz schöne Weile gedauert, bis die dicke Nebeldecke weg war. Und zum Vorschein, Maike, kam ein richtig hübsch ausgeschlafener Tag. Klingt zu uns und wir können die Decken einfach wegwerfen. Oh, das wäre herrlich. Danke dir. Also der Landeanflug des Frühlings wurde kurzzeitig gebremst, aber der Landeanflug dieser Möwe in Eutin, der hat gut geklappt. Unsere Zuschauerin Marlies Klies aus Scharbeutz hat diesen kleinen Frühlingsmoment in Eutin fotografiert und zu uns geschickt. Ganz herzlichen Dank dafür, auch fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen. Thank you.